Und somit hallo und herzlich willkommen zurück zu Creativeverse. Und jetzt habe ich schon wieder so mit hallo gesagt. Ach, wollte ich mir eigentlich abgewöhnen, aber okay, ist halt so. Und ich bin nicht alleine, wir haben die Fine mit an Bord. Die irgendwo da Ja. hinten, da kam die Stimme. Die Fine ist irgendwo dort hinten in ihren Höhlen. Aber du baust nicht ab, du baust bestimmt deine Höhle weiter aus, oder? No. Ah. Das müssen wir mal erzählen, wie das dazu kam. Vor vielen, vielen Monden ist es schon her, waren wir bei Fines Brüderchen gewesen. Und da war es so gewesen, dass er das Spiel Minecraft für die Xbox 360 hatte. Als Demo aber. Und wir hatten das dann eben halt auch dort kurz gespielt, weil er hatte sich in der Küche irgendwas zu essen gemacht und da haben wir eben halt uns kurz mit der Das Xbox war keine beschäftigt. Demo. War es Das die war aber keine Vollversion? Demo. Nee? War die klar, das ist die gleiche, die wir hier haben. Ach so. Ich dachte mal, es war eine Demo gewesen. Okay. Zumindest hat er eben das Spiel da gehabt und das haben wir dann eben halt mal kurz angespielt. Und da haben wir oder war auf dieser Map eine richtig geniale Höhle gewesen. Und ich hatte eben halt als erstes gespielt, hatte mir eben halt eine kleine Hütte gebaut, ein kleines Haus gebaut. Und dieses Haus wurde dann erfolgreich komplett mit TNT vollgestellt und dann einfach mal kurz angezündet. Und damit war es um mein Haus passé. Und was hat aber unsere Fine gemacht? Die hat sich eine Höhle gesucht und hat diese Höhle extrem ausgebaut. Richtig mit Schlafzimmer und ich weiß gar nicht mehr, was noch alles drin war. Ich glaube, Gartenabteilung und sowas hat es da auch noch mit reingebaut. Ja, ich glaube auch ein Pool und bla, aber das ist schon ewig her, also ich, ja. Ich weiß auch noch, wir hatten ja dann selber auch eine Xbox schon gehabt und haben wir gesagt, ja los, komm, wir holen uns das Spiel jetzt eben halt auch. Und dann haben wir uns dieses Spiel geholt und reingelegt, neue Welt kreieren, los geht's. Und das Erste, was Sefine gesagt hat, Mensch, ich finde die Höhle nicht mehr, die ich mal bei meinem Bruder gespielt habe. Kannst dich daran noch erinnern? Ja, na klar. Wie du War die ja dabei. ganze. Wo du die ganze Map abgesucht hast nach dieser Höhle, bist du dann selber. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nie, dass die Maps sich jeweils eine andere ist. Das wusste ich ja nicht. Das war richtig süß gewesen. Und wir haben dann uns, weil wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir noch so einen Röhrenfernseher gehabt. Oh, warte mal, ich muss mal die Musik ganz kurz leise machen, die ist ein bisschen sehr laut gerade. Moment. Hier. Boah, so. Wir hatten zu der Zeit noch damals einen Röhrenfernseher gehabt und konnten somit also Minecraft auch nicht zusammenspielen und haben uns dann eben halt einen Flachbildfernseher organisieren lassen. Oder ja, organisieren lassen kann man es eigentlich gut sagen. Und dann haben wir dann zusammen auf der Xbox Minecraft gespielt. Und da haben wir 3 Monate lang an einer Map gebaut. Die Map, die haben wir jetzt vor 2, 3 Tagen, kam die Fine mal wieder auf die Idee, naja, ich mache jetzt mal die Xbox an, ich wollte jetzt mal unsere erste Map mal wieder uns anschauen, weil wir das Safe Game ja immer noch haben. Ja, und da sind wir so richtig, wie nennt man das denn? Bestürzt darüber eigentlich gewesen und erstaunt, was wir überhaupt da hingebaut haben und dass wir dafür 3 Monate uns Zeit genommen haben. Immer so nach der Arbeit, zum Feierabend, mal so 3, 4 Stunden. Dann hattest du ja alle halben Stunde diese Safe Games gehabt, die übertrieben gesehen immer 5 Minuten gedauert haben, damit wo das Spiel dann abgespeichert Warum war. sagst du Safe Games? Das war kein Safe Game. Du weißt doch nicht, was Safe Game auf Deutsch heißt, oder? Gespeichertes Spiel. Und? Das war einfach nur eine Speicherung, die halt alle eine halbe Stunde kam. Dann Autosaving. Musst du das nicht auf Deutsch Automatisches einfach Speichern. sagen? Was ist denn wo ist denn da das Problem? Reicht schon, dass alles andere auf Englisch ist. Da muss man nie noch das auf Englisch sagen. Mein Gott. Also diese automatische Speicherung, die dauert aber auch immer gefühlt extrem lange. Warum nicht gleich? Scheiß Englisch geht mir so auf den Sack, ey. Ich hab's gar nicht.
Mein Denglisch oder Denglisch Nee, generell? allgemein dieses Denglisch-Scheiße. Dann kann man entweder Englisch reden oder Deutsch, aber nicht beides. Das ist einfach so ein Quatsch. Entschuldigung, meine Meinung. Aber wie machst du das denn jetzt zum Beispiel bei Wörtern, die es eben halt wirklich nur auf dieser Sprache gibt? Die da wären. Kennt ihr das, wenn ihr ein Beispiel nennen wollt und euch in dem Augenblick nichts einfällt? So geht's mir gerade. Es gibt nur Englisch oder Deutsch, aber dieses Denglisch, das ist so ein Blödsinn, das gab es früher da auch nie und man kam klar damit. Mein Gott, ey. Creativers zum Beispiel. Na gut, das ist aber ein Spieltitel, oder? Creativers ist auf Deutsch, auf Englisch, mein Schatz. Naja. So, ja. Was heißt denn Creativers auf Deutsch? Ja, sag's mir mal. Na, kreativ. Kreativ. Aber weil es ja ein Spieltitel ist, wird er dann quasi einfach auf dem Englischen Ball lassen, oder? Das Spiel ist allgemein auf Englisch. Wo siehst du irgendwo ein deutsches Wort? Ü-Ei ein deutsches Wort? Oh Junge, so ist die Welt, so habe ich sie Ja. genannt. Nee, aber hast recht. Ja, mir geht es einfach auf den Zünder, sorry. Jeder zweite Arsch hier und ein scheiß Englisch, ey, das geht mir so auf den Keks. Aber kann es sein, dass wir auch durch die Medien so ein bisschen da in die Richtung getrimmt und gedrängt werden? Oder Ja, machen wer wir sich das halt einfach? so Medien anguckt, dann ist das auch kein Wunder. Den ja scheiß modernen Müll da. Das sind ja keine Nachrichten mehr. Oh, auf Facebook und Internet. Nee. Ganz im Ernst. Nachrichten waren früher mal einfach viel professioneller da. Ja, was sagst denn du zu den normalen RTL-Nachrichten? Ich gucke keine RTL-Nachrichten. Guckt auf N24, da kommen ordentliche Nachrichten. Oder, keine Ahnung, ARD oder so, kenn ich. Aber RTL2, die Nachrichten, die kannst du einfach nur vergessen. Sind halt junge Nachrichten für junge Leute, oder? So alt bin ich jetzt nun auch wieder nicht, dass mich das stören müsste. Oder, weißt du, wie ich mein? Ja, ich verstehe das schon. Ich versuche das bloß eben halt. Aber dieses auf jung machen in Nachrichten, das finde ich furchtbar. Gab's sowas nicht auf Kika, so Kindernachrichten? Ja, da können sie auf Kika das gerne senden, aber das ist ja kein professioneller Nachrichtendienst mehr, ganz im Ernst. Ja gut, aber ist RTL 2 ein professioneller Nachrichtendienst? Kann man die so nennen? Oder sind das einfach, ist das einfach nur, Früher ja, an sich nicht kannte schon. der professionelle Nachrichten, mittlerweile nicht mehr. Ja gut, früher hatten sie ja auch noch nie so eine Lispelschwester eingestellt. Das ist ja nicht mein Ah, Problem. oh, ich mag die Ich einfach meine nicht. nur, es nervt einfach nur, dieses auf jung und Deutsch Quatsch, auf jung zu machen, bloß damit man jüngere Zuschauer bekommt, das ist doch Blödsinn. Ich habe mir früher auch als 15-Jährige Nachrichten angeguckt und die waren auf ProSieben zum Beispiel, die waren mit dem Elner, ich weiß nicht, wie der hieß. Weißt du, was ich meine? Du meinst Newstime Jo. bestimmt? Genau, Newstime. Nee. Ja Ist doch, es das, was immer vor Simpsons kam, das ist Newstime. Newstime? Mit diesem älteren, gediegenen Herrn, der No? aber eben Ja, halt no, irgendwie genau. alle Altersgruppen angesprochen hat. Und den fand ich super. Das waren Nachrichten, die man sich antun kann auf RTL2, ganz klar. Das ist genauso wie mit dieser Promi-Scheiße. Es interessiert ja keinen, was da ein Prominenter macht. Ja, wobei da würde ich sagen, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich dafür interessiert. Also ich mach's nicht. Ja, Mir ist du das aber. Leben doch von denen scheißegal. Ja, aber ich könnte mir Mutti vorstellen, hat es. da gerade auf dem Waldboden gekackt. Ja, schön für sie. Wer hat denn das noch nie gemacht? Also, ja. Nee, so es nervt mich. Dann könnte ich mich echt aufregen.
was sagst denn du aktuell generell zu dem TV-Programm, was derzeit auf den verschiedensten Sendern ausgestrahlt wird? Kann ich hier großartig mitreden, weil ich in der letzten Zeit gar kein Fernsehen mehr gucke. Oh, wieso das nie? Ich gucke momentan lieber entweder auf YouTube mir was an oder bei Twitch oder einen Film. Das ist mir tausendmal lieber, als den ganzen Rotz mir anzugucken. Was regt dich da jetzt so am meisten bei dem ganzen Zeug auf, dass es eben halt nicht mehr dich interessiert oder? Weil nicht interessant ist, einfach mehr kommt. ProSieben kommen jetzt, nennt man das so? Das ist keine Ahnung. Big Bang Theorie, aber dann auch nur tausendmal die Wiederholung und. Oder Wobei RTL ich. 2 mit diesen. Bitte hilf mir. Wobei ich dir sagen muss, Big Bang Theorie feiere ich eigentlich. Ja, ich auch, aber die Wiederholungen, wenn man es kennt, dann guckt man es auch wieder mal. So Ja, ist zumindest bei mir. einmal ist ja noch okay, aber wenn du es dann fünfmal dieselbe Folge jedes Mal wieder aufs Neue siehst. Schön, haben sie einen Howard wieder ins Weltall geschickt. Toll. Guckst du 14 Tage wieder später rein? Oh, schön, jetzt sind sie wieder in der Arktis. Das kann ich nachvollziehen, das geht mir ebenso. Wobei ich auch der Meinung bin, es gibt an sich auch kein Fernsehprogramm, wo ich jetzt sage, oh, das kommt an dem und dem Tag, das will ich unbedingt gucken. Selbst filmetechnisch, weil wenn mal richtig gute Filme kommen, dann hast du das Problem, 5 Minuten Film, 1 Stunde lang Werbung. Ja, gut, also ich muss sagen, zum Beispiel The Walking Dead gucke ich mir im Fernsehen an. Die neuen Staffeln, wenn die kommen. Ja. Aber so. Ich finde zum Beispiel von, ich ist ja, glaube auf RTL 2 läuft schon. Läuft der jetzt momentan, komme gerade nicht auf den Namen. Hier ist mit dem eisernen Thron. Ich komme hier auf den Namen von der Sendung. Meinst du Game of Thrones? Ja, das finde ich, da finde ich ehrlich gesagt, wisst ihr, die haben es geschafft, jeden Tag The Walking Dead rauszubringen. Aber die schaffen es nicht, jeden Tag auch Game of Thrones zu machen, sondern nur samstags. Ja Guck gut, mal, das, aber die haben, ich glaube, die haben im November damit angefangen, die auszustrahlen und die läuft jetzt immer noch. Und wir haben jetzt mittlerweile Februar. kann es aber auch sein, dass ja Samstag die höchste Einschaltquote da ist, dass man das denn deswegen samstags macht und The Walking Dead vielleicht gar nicht so viele Einschaltquoten hat, weil es eben vielleicht doch nicht die Masse interessiert. Jetzt mal Mich rein von der interessiert. The rein jetzt mal von der Ich Theorie finde her The Walking gesehen. Dead finde ich cool. Ja, keine Ahnung. Ich meine halt nur, weißt du, dass sie es bei The Walking Dead schaffen, jeden Tag das auszustrahlen und bei Game of Thrones halt nicht. Weil ich vergesse das immer. Zum Beispiel, dass das samstags da läuft. Ja gut, wobei du müsstest ja aber eigentlich die Game of Thrones Staffeln ja schon eigentlich auswendig können. Na, außer die neue jetzt, die jetzt, keine Ahnung, ich glaube, die sind jetzt bei Staffel 5 oder so. Nee, bei Staffel, also Staffel 5 müsste jetzt eigentlich ausgestrahlt werden und Staffel 6 kommt danach. Das ist ja, glaube ich, dann die letzte, die jetzt kam, weil die neue wird ja erst im Mai in Amerika ausgestrahlt, bilde ich mir ein, zumindest so gelesen zu haben. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ansonsten gehe ich einfach zu meinem kleinen Bruder und leih mir da die Staffeln alle mal aus, der hat ja alle auf DVD. So. Aber gut oder nicht? Na, Dass man für da die mich möglich, nicht, ja. dass du überhaupt die Möglichkeit hast, dann wenigstens auch an die Sendungen ranzukommen, die du ja gerne gucken tust. Da gibst du irgendwas mit der Tastatur ein? Nein. Das klingt schon wieder so. Nee, ich gebe gerade gar nichts ein, also. War jetzt nur meine Maus, die ich hier bewegt habe. Ah, ich muss mir mal über kurz oder lang wirklich mal eine neue Tastatur organisieren, weil die ja wirklich einen Geist aufgibt und dann bei auch anderen Spielen ihn ein bisschen zu Weißglut bringt.
Das möchte ich natürlich dann auch nicht, da bin ich auch ganz ehrlich. Naja, so. Was sagst du denn eigentlich zu solchen Sendungen wie zum Beispiel Dschungelcamp und Co.? Können wir ja auch mal darüber reden. Ine? Gerade konzentriert oder magst du keine Äußerung dazu geben? Ah, ich glaube, wir haben jetzt genug darüber geredet. Achso, möchtest jetzt also das Thema erstmal so belassen und gut ist. Okay. Nee, ist ja okay. Muss man ja auch mal. Ne? Das ist ja eben das, wenn man schon mal zusammen spielt hier, dass man so einen offenen Dialog dann auch einfach mal führt. Und wenn jetzt der andere Gesprächspartner sagt, nee, jetzt ist gut und dann ist das halt auch so, dann ist dann halt auch gut. Das möchte man dann auch so respektieren und akzeptieren. So wie ich Kommentare von meiner Community respektiere und akzeptiere, ist es halt auch wichtig, dass diesbezüglich das für uns Kommentatoren, nee, Moderatoren dann auch so gilt. So, gut, jetzt haben wir erstmal das. Hier kommt natürlich eine Treppe hin für die, die es noch nicht erraten haben. Und dann müssen wir das gleiche Spiel noch auf der Seite machen. Dafür brauche ich aber erstmal wieder Slabs. Und ich brauche Treppen. Da werde ich aber wahrscheinlich Holztreppen nehmen. Warte mal, wie? Mit F. Habe ich schon wieder vergessen, wie man hier die Prozessoren öffnete. So. Ach, siehst du, und dann muss ich nochmal was gucken. Das Svennybärchen hatte mir nämlich auch nochmal einen Tipp gegeben. Dass, wenn ich jetzt was craften möchte, ich dann einfach die Großschreibtaste gedrückt halten soll, um diesbezüglich gleich die fünffache Menge davon herzustellen. Das wollte ich auch nochmal testen. Welche Inwiefern? Großschreibtaste? Die Ja, bleibe Großschreibtaste oder die andere? die andere. Ich überlege gerade, die hat auch einen ganz bestimmten Namen. Ich überlege gerade bloß, wie die heißt. Also auf der du auch rennen tust, automatisch. Ah, okay. Die Renntaste also. Die Renntaste, genau. Wir nennen sie jetzt erstmal Renntaste. Ich glaube, die Copy-Taste war das nicht gewesen. Das ist die oben drüber. Und ja, die heißt so. Shift? Da. Nee. Was? Shift-Taste? Nee. Also, wenn du auf Toilette musst, dann sag's doch. Nee, ich weiß nicht, wie die Tasten heißen. Ich glaube, die eine heißt irgendwie Copy und die andere. Ja, Ich glaube, du hast aber recht. Ich glaube, die heißt Shift. Ich bilde es mir zumindest ein. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Müsste man sich eigentlich wirklich mal damit auseinandersetzen? Wie heißt die Taste? Gut, ich denke mal, bevor wir uns damit auseinandersetzen, wird es die Community schon geschrieben haben. Mensch, ihr Dem-Lacke, das ist die und die Taste, das weiß man doch. Was seid ihr denn für Noobs? Also, Noobs Also bin bei ich mir gemeint. klappt, wie soll man das machen, wenn man das reinlegen tut oder rausnimmt? Nee, ich glaube, wenn du das normal craften tust in deinem eigenen Inventar, ohne zu sagen, dass du es am Prozessor machst. Ja. Ja, haut hin, haut hin. Aha, gut. Also die Bestätigung von unserer Fine, dass es Aber funktioniert. du brauchst dann halt auch die Menge dafür, ne? Also du kriegst nicht nur das Doppelte raus, sondern brauchst auch die doppelte Menge. Zumindest zum Beispiel, wenn ich drauf drücke, ich kriege normalerweise 800 Sandsteine raus. Und Ja. wenn ich da drauf drücke, kriege ich 40 raus. Muss aber statt 4 Sandsteine 20 nehmen, einer Muschel 5, zweimal Leim 10-mal und statt 4 Steinrohre sind es. Oh. Guck mal. Was möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Was ist eine Einrastfunktion? Was ist das? Einrastfunktion ist eben, dass du alles auf groß schreibst. Ach so, oh, weil ich Das die ist. ganze Zeit wahrscheinlich drauf gedrückt habe. Das kann sein, ja. Also es funktioniert so. Aber brauchst dann halt auch das Material. Also für den Schnellzugriff ist das wahrscheinlich praktisch. Ja, okay. Aber wenn du jetzt halt nur, keine Ahnung, 8 Steine brauchst für das und das, dann lohnt sich das wahrscheinlich nicht so. Okay. Ja, dann wissen wir das doch aber wenigstens jetzt, ne? Wie gesagt, ganz lieben Dank da an unseren Svennybärchen.
Für Er den. zeigt uns immer wieder Tricks und Kniffe. Genau. Und wir stellen euch zwar dieses Spiel mehr oder weniger vor, trotz Haben wir aber alledem selber keine Ahnung davon. muss man ja auch nicht. Umso interessanter ist es ja eigentlich, wenn man ja quasi learning by doing. Stell dir mal vor, Tobinator, Curry, Kronk, die würden zum Beispiel aktuell Resident Evil schon einmal komplett durchspielen, nur um uns dann zu zeigen, wie es funktioniert. Würde ich dir sagen, ganz ehrlich, würde mir den Reiz kaputt machen, das überhaupt dann noch zu gucken, wenn ich dann sehe, dass die ja dann nicht normal eben halt, also normalsterblich, dann auch mal verrecken oder sonstiges, ne? Also ich muss sagen, ich habe diese Vorversion oder was das ist hier von Resident Evil, die man kostenlos auf Steam spielen kann, habe ich angespielt. Hab's auch durchgespielt, war bloß ein schlechtes Ende. Und ich muss sagen, ich hatte so die Hosen voll. War das Diese das Ende, was Geräusche wir. machen ihn fertig. War das das Ende, was ich auch gesehen habe? Na, wo du dabei warst, du, Ach weil so, ich also konnte das dieses. dann nicht mehr alleine Also quasi spielen. Das ist ja so eine Angst. warte mal, ich habe jetzt einen Schlüssel und ich renne zur Tür, weil dann habe ich das Spiel geschafft. Ende. Wo man ja weiß, Ja. dass in Horror-Games genauso eigentlich nicht gespielt wird. Ich bin vor allem rein logisch, hätte der Alte mich nicht kriegen müssen. Also kriegen Dürfen. können, weil Ja, Mai. Jetzt ich kommt's. bin ja zur Tür gerannt und ich Ja. habe ja seine Schritte im Hintergrund nicht gehört. Ich habe dieses Scheißhaus knarren gehört und was weiß ich nicht alles, aber den seine Schritte, der fliegt dann zu mir irgendwie, wenn ich dort an der Tür gerade rummehre, um abzuhauen. Wahrscheinlich. Oder Ah, das Türschloss war als so Dieb. laut, das Türschloss war vielleicht aber auch so laut gewesen, dass du es hättest gar nicht hören können. Nee, so laut war das eigentlich gar nicht. Aber weißt du, wie ich meine? Vom Ja, Prinzip her hätte der mich eigentlich gar nicht kriegen dürfen. ja, natürlich, das Prinzip verstehe ich da schon, wie du das jetzt meinst. Aber es war schön gewesen. Man muss ja noch dazu sagen, wer diese Demo selber mal gespielt hat. Du hast, wenn du jetzt in Richtung dieser Tür läufst, bevor du quasi um die Ecke in diesen Flur läufst, um zu dieser Tür zu kommen, da kippt ja erstmal eine Puppe um. Weißt du, wer da zusammengezuckt ist? Wer fast geschrien hat, wie so ein kleines süßes Mädchen? So, und jetzt errate mal, wer eigentlich damit gerechnet hat, dass da an der Tür jetzt gleich irgendwas getriggert wird, was irgendwas passieren wird. Und rat mal, wer dort sich fast in die Hose instant hochgeschraubt hat, 10 Meter. Ich nicht. Nee, Ich hab da. damit irgendwo gerechnet. Ja, du, ja, ich habe damit auch gerechnet, trotzdem bin ich ja übelst erschrocken. Nee, ich glaube, ich hab den Alten dann auch schon. Also wo er kurz vor hinter mir stand, habe ich einen Klubbel gehört. Hier. Eins, zwei, drei. So, Nee, eins, aber zwei, drei, ich vier, wollte ja eigentlich fünf, nur, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, jetzt bitte, ja. Mal dieses selber spielen Feeling kriegen. Ich meine, wenn man so bei irgendwen zuguckt, dann ist das immer noch angenehmer, als wenn man selber spielt, weil man hat ja diese Geräusche, die ja so ekelhaft sind, was ich ja so nie mochte. Die hört man ja so eigentlich gar nicht. Na, man hört ja eigentlich nur die Leute dort reden und ein paar Geräusche hört man, aber diese feinen Geräusche hörst du ja wirklich nur, wenn du selber mal spielst. Aber ja. Ich muss dazu sagen, ich wollte das eigentlich nur spielen, um wach zu bleiben, weil ich war an dem Tag so im Arsch. Ich war einfach so müde. Ja. Und da dachte ich mir so, wie hältst du dich wach? Ach, spielst du mal ich weiß nicht, wie die genau Die sind. offizielle Demo zum Die Spiel. Vorversion, nee, war glaube ich nicht die Demo, das war die Vorversion des Spiels, die Testversion. Zum Testen, ob man das überhaupt spielen möchte, glaube ich. Und ja, also wo du wer es vielleicht kennt, diese Version, wo dann der Alte dort an dieser Tür vorbeigelatscht ist, wo man dann den Schlüssel gefunden hatte. Da habe ich beim ersten Mal gesagt, so, ich bin wach, ich kann das Spiel ausmachen. Und dann habe ich echt das weitergespielt, wo er in der Saxo neben mir saß, weil ich so Angst hatte. Ja. Obwohl ich Horrorfilme gerne gucke, aber das nicht. Tja, das ist ja das, Das was nicht ich so meins. jedes Mal wieder sage. Lieber mal selber spielen, dann merkt er wenigstens, was eigentlich hier von ihm abverlangt wird. So, okay, wir belassen es aber auch Ja, die jetzt haben das ja dabei. extra so programmiert. Deswegen ja. So, ich muss jetzt trotzdem Spielverderber sein, weil sonst machen wir hier wieder Überfolgen, Überlängenfolgen. Und
Gut, alles weitere dann in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Schalte auch morgen wieder rein, wenn es dann heißt, Fine erzählt von Resident Evil, der Demo und wie sie sich versucht hat, wach zu halten. In dem Sinne, macht's gut, bis morgen. Ciao. Ciao.